Hallo zusammen, wie stellt mich vor? Also Stefan, ist vom Radio, Fernsehen. Also, das ist der Marcel Stoba, er war letztes Jahr die ganze Woche bei uns gesehen, heute schon hier, um das Training zu leiten. Wird am Nachmittag noch da sein, wahrscheinlich kommt er zu oben. Wird er uns etwas noch weitergeben von seinem Leben, was er erlebt hat, mit dem Fußball und mit Gott. Schön, dass du da bist, Marcel. Wir zwei machen das, Schaffhausen und Sao Paulo. Okay? Der Test geht so, du musst bereit sein. 4-5 Meter. Ein Pass. Du kannst nochmal einen Tag rein. Mit dabei der Marcel Stoba mit der Nummer 10 auf Seite von der Deutschen. Gurdin am Ball. Immer noch am Ball. Neuzugang Marcel Stoba. Fokus aufs Spiel, ne? Im Messer!
Mitte. Tabelle letzte. Was denken Sie, was liegt noch drin jetzt für die Rückrunde? Ja, ich denke, wir sind gesteigert im letzten Spiel. Ich denke, es werden sicher noch sein gegen Griechen und gegen Türken drinnen liegen. Gut, die haben sie noch in eigener Hand. Bei ihrem Spiel ist es immer so, es liegt nicht so am Gegner, sondern an der Mannschaft selber. Was könnte das mal besser machen, damit die Mannschaft klappt? Wir müssen uns bis zum Schluss konzentrieren und immer Vollgas geben, oder? Nicht aufgeben. Immer wieder das Spiel an die anderen herkommen. Wieder ausgleichen das Ganze und am Schluss den entscheidenden Treffer machen, dass wir auch mal gönnen. Danke vielmals. Christoph, wir sind in Italien. Welchen Platz sind wir jetzt? Zweitletzt, hä? Ja. Was denkst du, was liegt heute drin? Ja, wir haben ein Spiel. Wir können alles geben, wir müssen schon gönnen. Schon gönnen, ja. Und jetzt ist schon italienisches Wetter. Heiss. Ja, genau. Kommt das euch entgegen? Innen nicht, wir haben besser gespielt, als es kalt war. Okay. Also, ich wünsche dir noch viel Erfolg fürs Turnier. Merci, mir Spaß. Jungs! Jungs!